Ja, zu meiner heutigen Arbeitsausrüstung gehört nicht nur das Mikrofon, sondern auch dieser Kochlöffel. Warum, fragen Sie sich? Ganz einfach. Ich habe nämlich heute einen ganz besonderen Gast, Paolo. Wer das ist, das erfahren Sie später noch. Sicher ist auf jeden Fall, wir kochen jetzt gleich hier in der Küche vom La Strada. Ja, Tortellini mit Sahnesoße. Und ich bin nicht so wirklich gut am Herd, deswegen habe ich mir auch Unterstützung geholt. Ich freue mich schon, Ihnen später Paolo vorstellen zu dürfen. Der 5-Jährige besticht durch seine offene Art und mit seinem Lächeln. Doch genug geschwärmt, jetzt muss erstmal der Kochlöffel geschwungen werden. Die Tortellini sind bereits im Wasser, jetzt geht es an die Sahnesoße. Keine Angst, beim Benefizdinner sind nur Profis in der Küche. Schließlich soll es den Gästen schmecken. Und da das Lokal komplett ausgebucht ist, muss es ja auch noch ganz schön zügig gehen. Der Erlös des Essens geht dann zu 100% an Paolo. Die Patenschaft für die Abwicklung hat der Allgäuer Hilfsfonds übernommen. Ja, jetzt geht's noch ans Feintuning von den Sahnetortellini. Ich würde sagen, das überlasse ich jetzt den richtigen Köchen, den Profis. Und ich schaue mal, ob unsere Gäste schon da sind. Da ist ja Paolo schon mit seiner Mama. Obwohl Paolo im Rollstuhl sitzt, wirkt er so zufrieden und ist einfach immer freundlich. Vor allem in den letzten beiden Jahren hat der heute 5-Jährige extreme Fortschritte gemacht, seit er regelmäßig eine Therapie in Bottrop besucht. Wir machen das seit 2,5 Jahren, sind 4-mal im Jahr für eine Woche in Bottrop oben und wo er an verschiedenen Stellen am Körper Reizakupunkturnadeln bekommt. Also wie wir das erste Mal oben war, da war er wirklich nur sehr klein und schwach und schlapp. Und sah ihn eigentlich auch nicht an mit den Augen. Und das hat sich stetig immer gebessert. Der ist immer wacher und aufmerksam worden. Die Therapie kostet mehrere tausend Euro. Nur durch derartige Benefizveranstaltungen und Spenden kann die Familie diese Kosten überhaupt stemmen. Die Tortellini sind nun auch fertig und ich lasse es mir nicht nehmen, Paolo seine Leibspeise selber zu servieren. Auch Tina und Claudio Parinello, die Besitzer des Lokals, sind beim Essen mit dabei. Beide waren sofort Feuer und Flamme, als die Idee aufkam, ein Benefizdinner zu veranstalten. Für mich ist es ganz wichtig, weil nach Erzählung von der Mama von Paolo diese Therapie wirklich gerade richtig Erfolg hat. Möchte ich sowas unterstützen, da ich selber Mama bin. Und ich glaube, als Mama würde man alles tun fürs Kind. Und nachdem dieser Erfolg ja wirklich für Paolo da ist, bin ich voll und ganz oder unterstütze voll und ganz diese Aktion. Das Dinner findet am morgigen Donnerstag statt und ist bereits komplett ausgebucht. Am Freitag gibt es dann noch ein Benefizkonzert für den kleinen Paolo. Die Lamas werden spielen, die Eintrittsgelder gehen ebenfalls zu 100% an den Jungen. Und der kleine Sonnenschein bedankt sich für all diese Unterstützung auf seine ganz persönliche Art und Weise, nämlich mit einem Handkuss.